Du hast eine Kamera ohne Mikrofoneingang, willst aber trotzdem guten Ton? Heute zeige ich dir, wie das funktionieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Bruno Salzer, ich bin Fotograf und schon seit Jahren hier auf YouTube aktiv. Und wenn du immer über die neueste Kameratechnik informiert bleiben willst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe hier eine Kamera ohne Mikrofoneingang. Das ist die Lumix LX100 Mark II. Es ist auch eigentlich eine Kamera, die nicht so wirklich zum Filmen gedacht ist, aber man kann sie trotzdem dafür benutzen. Die Bildqualität ist ganz hervorragend. Und ich habe hier einen Sender, das Rode Wireless Go 2. Der Name lässt es vermuten, es gibt zwei davon. Den anderen benutze ich hier immer, um den Ton für meine Videos aufzunehmen. Und normal habe ich den auch hier dran an meinem T-Shirt, aber da ich heute diesen hier benutze, brauche ich das nicht. Und mit diesem schicken Empfänger hier können wir tatsächlich, auch wenn es eigentlich eine Funkstrecke ist, das heißt, der Ton geht kabellos an einen Empfänger und darüber geht es dann in die Kamera, können wir hiermit tatsächlich auch den Ton so aufnehmen. Und dafür müssen wir aber einige Sachen einstellen und das zeige ich euch jetzt. Dafür müssen wir diesen Empfänger hier mit einem USB-C-Kabel, mit einem Computer verbinden, auf dem wir vorher die Rode Central Software installiert haben. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. In dieser Software könnt ihr verschiedene Sachen zu eurem Rode Mikrofon einstellen, sofern die denn auch einen USB-C-Anschluss haben. Und wenn ihr hier auf den Bildschirm schaut, dann seht ihr, wir haben hier verschiedene Mikrofone und da können wir jetzt drauf gehen und ihr seht hier schon, es sind schon einige Aufnahmen hier drauf, aber um das zu erreichen, müssen wir erstmal hier auf dieses Zahnrad klicken, also gehen wir in die Einstellung und die Firmware-Version ist jetzt das Wichtige. Bei mir ist jetzt 2.4.6 drauf. Es kann aber auch sein, wenn ihr diese Software noch nie benutzt habt, dass auf eurem Mikrofon, sofern es etwas älter schon ist, ich glaube, meins ist jetzt schon 2 Jahre alt, noch eine ältere Version drauf ist, mit der funktioniert das nicht, aber dann wird euch eigentlich auch angezeigt, es gibt ein Firmware-Update und das könnt ihr dann installieren. Und sofern ihr auf dieser Version seid oder vielleicht schon etwas neuer, dann sollte das funktionieren. Und dann ist ein Punkt hier ganz entscheidend. Ihr seht hier der zweite Punkt von links, der heißt Record und bei mir ist es jetzt auf Always eingestellt, bei euch wird das dann noch auf Aus sein. Und so könnt ihr es eben einstellen, wann das aufgenommen werden soll, der Ton, also wirklich auf diesem Empfänger ohne die Funkstrecke. Und so ist es aus und so haben wir eben, sobald wir das Gerät einschalten, dass wir hier eine Aufnahme haben. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, falls ihr zum Beispiel mit großer Entfernung zwischen Sender und Empfänger filmt, dass ihr das eben auf Backup stellt. Das heißt, es wird dann immer nur aufgezeichnet, wenn auch in der Kamera tatsächlich der Ton aufgezeichnet wird, aber sollte dann die Funkverbindung unterbrochen werden oder in der Kamera irgendwas schlecht laufen, habt ihr zur Not immer noch mal den Ton separat. Wir stellen es aber auf Always, weil unsere Kamera kann den Ton ja gar nicht aufzeichnen, denn wir haben ja gar keinen Mikrofoneingang. Bevor wir jetzt aber zum Test des Ganzen kommen, wie sich der Ton tatsächlich dadurch verbessern kann, abonniert doch gerne diesen Kanal hier ganz kostenlos und unverbindlich. Damit verpasst ihr nicht nur kein zukünftiges Video, sondern unterstützt mich hier auch bei meiner Arbeit. Vielen Dank dafür und dann machen wir auch jetzt direkt weiter mit dem Tontest. Wir können in der Zwischenzeit schon mal wieder den Empfänger hier vom Computer trennen und ich schalte mal die Lumix LX100 hier an und wir machen jetzt eine interessante Sache. Ich starte nämlich hier jetzt mal in die Tonaufnahme. Ihr seht, dann geht das Licht hier so schön an und ich starte jetzt mal hier, wenn ich den richtigen Knopf finde, weil es gibt kein Klappdisplay, die Videoaufnahme und jetzt haben wir tatsächlich den Ton von diesem Mikrofon. Ich kann es hier mal anstecken, obwohl wir eine Kamera haben, die keinen Mikrofoneingang hat. Und einen Nachteil gibt es natürlich, der Ton muss synchronisiert werden, denn natürlich, wenn es nicht in der Kamera aufgenommen wird, habt ihr zwei verschiedene Quellen und die Kamera hat ja auch immer noch ein internes Mikrofon von dem schlechten Ton. Und zudem können wir auch mal wechseln, dann hört ihr mal, wie schlecht der Ton jetzt eigentlich ist. Und so ist der Ton jetzt wieder gut mit dem Rode Wireless Go 2 Sender hier. Ein weiterer Nachteil ist dieses Rode Wireless Go 2. Es gibt mittlerweile auch eine Version, wo nur ein Sender dabei ist, ist aber trotzdem ziemlich teuer. Wenn eure Kamera jetzt nicht wahnsinnig teuer ist und trotzdem keinen Mikrofoneingang hat, ist die Frage, ob sich das lohnt, weil für so ein teures Mikrofon will man natürlich auch nicht irgendwie eine ganz günstige Kamera benutzen. An sich ist natürlich aber der offensichtlichste Vorteil, ich habe jetzt mit jeder Kamera, egal ob sie gut oder schlecht ist, egal ob sie einen Mikrofoneingang hat oder nicht, einen wunderbaren Ton. Und ich glaube, so eine Vision, die man dahinter setzen könnte, ist so, ich hole mir jetzt erst ein gutes Mikrofon, denn Ton ist bei Video auch tatsächlich eher wichtiger. Also Leute schauen sich eher ein Video an, wenn der Ton gut ist, aber das Bild nicht so gut. Umgekehrt wird das eher nicht funktionieren. Und später kaufe ich mir dann vielleicht eine gute Kamera mit einem Mikrofoneingang und muss dann nichts mehr synchronisieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Hoffentlich habt ihr jetzt auch mit eurem Rode Wireless Go 2 guten Ton, auch wenn eure Kamera keinen Mikrofoneingang hat.
Abonniert gerne noch den Kanal und schaut euch auch noch gerne ein weiteres Video hier zu Toneinstellungen an der Kamera hier an der Seite an. Wir sehen uns schon bald in einem neuen Video oder in diesem Video hier an der Seite wieder. Bis dahin, ciao.